Stichwort Russland. Viele EU-Abgeordnete, die Mehrheit quasi, verurteilt Russland für seine Jugend- und Kinderwohlfahrtsgesetze. Wie kommt man darauf, dass, oder wie kommt es, dass überhaupt solche Gesetze zum Gegenstand einer EU-Debatte werden? Ja, das frage ich mich auch, weil die internen Angelegenheiten der Russischen Föderation der Europäischen Union sauber und glatt gar nichts angehen. Die Europäische Union hätte genug damit zu tun, die Kinder in der Union zu schützen. Sie braucht sich nicht um den Schutz, um die Schutzbestimmungen der Russischen Föderation kümmern. Denn die Russische Föderation und diese Regierung hat wesentlich mehr an Schutzinteressen gegenüber den eigenen Kindern offensichtlich auf der Agenda, als es die Europäische Union hat, die nichts anderes tut, als große Lippenbekenntnisse abgeben, aber letztlich sind die Kinder nicht wirklich geschützt. Russland versucht einen anderen Weg zu gehen, das ist in der Souveränität Russlands, und ich glaube, man sollte mit großem Respekt die russische Entwicklung zu einer wirklichen rechtsstaatlichen Demokratie sehen und auch die Erfolge sehen und nicht dauernd mit diesem Liberalismusgeschwätz versuchen, den Russen Vorschriften zu machen oder gar Vorgaben zu stellen, die Russland nicht braucht. Russland braucht, weder der russische Bürger noch der russische Staat braucht irgendeinen Ratschlag von einem dieser Oberliberalen, die in Wirklichkeit gesellschaftspolitisch in ganz Europa schon gescheitert sind. Die setzen sich ja auch für eine Annäherung zwischen der Ukraine und Europa ein. Jetzt Frage zu Russland. Während viele davon ausgehen, die Türkei gehört irgendwie dazu und soll zur EU kommen, wird Russland eines Tages ein potenzieller Beitrittskandidat zur Union werden? Also wenn es nach mir geht, ist es jedenfalls eher Russland als die Türkei, weil die Türkei gehört einfach nicht zu Europa. Die Türkei ist ein islamischer Staat. Er ist in Wirklichkeit in der Antithese zu Europa immer gestanden und steht es heute noch. Die Türkei versucht, mit Großmachtsgehabe im Vorderen Orient eine Rolle zu spielen, aber mit Europa hat die Türkei sauber und glatt nichts zu tun. Herr Abgeordneter, ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitte sehr.